Tag 6 von der Rush-Duel-Deck-Woche. Heute ist Nail dran. Ich freue mich schon drauf. Wir haben ein neues Maximum. Also, man sieht's ja. In diesem Sinne, bis gleich. So, Nail ist dran. Dieses Deck nennt sich Strongest Battle Deck Nail Maximum Heaven. Oder auf Japanisch Saikyo Battle Deck Neiru Makashimanu. Warte, das muss ich richtig machen, okay. Saikyo Battle Deck Neiru Makishimamu Heibun. Okay, jetzt krieg ich's hin. Ah, Makishimamu. Oh, jetzt habe ich's. Okay, ich mach's nochmal neu. Ich will's richtig sagen, okay? Ich gebe echt viel Mühe. Saikyo Battle Deck Neiru Makishimamu Heibun. So. Ey, komm. Ich kann kein Japanisch. Ich gebe mir Mühe, okay? Wir schauen mal rein. Ich habe richtig Bock drauf. Uns fehlt nur noch eine Monsterkarte, das Millennium Schild. Hoffen wir kriegen wir es. Ich meine, für über eine Wiedergeburt würde ich mich auch nicht beschweren. Nehme ich gern wieder und wir haben noch eine Wiedergeburt. Sehr gut, sehr gut. Oh yeah, Wiedergeburt nehme ich gerne an. Also gut, hier haben wir Wiedergeburt. Wähle ein Monster in irgendeinem Friedhof und tu es später beschwören. So. Das ist Wiedergeburt. Den kennt jeder. Dann starten wir mit einem Maximum Monster. Und zwar ist es Igrado, der Himmelskaiser. Links. Bidino. Ah, es ist ein Stufe 4 Cybers Monster, der linke Teil. Licht. 900 Angriff, nur Verteidigung. Bedienung, Maximum Modus. Lege die obersten drei Karten deines Decks auf den Friedhof. Der Effekt ist, zerstöre ein offenes Monster Stufe 8 oder niedriger auf der Spielfeldseite deines Gegners. Irgendwie juckt gerade mein Bart und zerzaust sich. Ich nehme auch schon eine Weile auf. Ich nehme nämlich die ganze Woche auf einmal auf. Weil ich jetzt gerade Zeit dafür habe. Also, gut. Das war der linke Teil. Dann gehen wir gleich mal in die Mitte. Immer noch Yggdrago, der Himmelskaiser. Stufe 10, Cybers Lichtmonster. Maximum Angriff, 4000. Normaler Angriff, wenn man normal beschwört, 2000. Du kannst mit dieser Karte in Verbindung mit Yggdrache, der Himmelskaiser links und rechts, eine Maximalbeschwörung einleiten. Bedingung, Maximalmodus. Maximum-Modus. Der Effekt ist, diese Karte lässt sich nicht durch die Effekte der Feindkarte des Gegners zerstören. Dauereffekt. Dann kommt der rechte Teil von Yggdrago, der Himmelskaiser. Der rechte Teil ist ein Stufe 3 Cybers Lichtmonster mit 600 Angriff und 0 Verteidigung. Bedingung Maximum-Mode. Lege die obersten drei Karten deines Decks auf dem Friedhof. Der Effekt ist, ändere ein offenes Monster auf dem Spielfeld deines Gegners von der Verteidigungsposition zur offenen Angriffsposition. Richtig fies! Weil was machst du, wenn so ein Maximum-Ding dir entgegenguckt? Mit 4000 Angriff? Ja, ganz klar. Du machst Monster in Verteidigung. Und er kann das einfach ändern. Fies. Okay, schauen wir weiter. Der hat ja nicht nur ein starkes Maximum-Mode-Monster, sondern auch noch andere starke Monster. Wir haben hier zum Beispiel Sigil State Sol. Ein Stufe 7 Cybers Lichtmonster mit 2500 Angriff, nur Verteidigung. Die Voraussetzung ist, wenn ein Gegner ein offenes Level 5 oder höher Monster auf dem Spielfeld hat, zeige bis zu 2 Cybers-Typ-Monster von deiner Hand vor. Der Effekt ist, füge dein Gegner Schaden gleich. Gleich der Anzahl an Monster, die du für den Effekt vorgezeigt hast, mal 300 hinzu. So, ich muss ja frei übersetzen, weil es teilweise nur englische Übersetzungen gibt. Aber ich gebe mir echt viel Mühe. Dann haben wir Berusekatukut. Was? Berusek.
Kutakuru Mani. Okay, ich kann es nicht übersetzen, keine Ahnung. Es ist ein Stufe 7 Cybers finsteres Monster mit 2300 Angriffen, nur Verteidigung. Voraussetzung: Mische zwei Monster von deinem Friedhof ins Deck. Der Effekt ist, ein offenes Monster auf der Spielfeldseite eines Gegners verliert Angriff gleich der Nummer offenen Cybers Monster auf dem Spielfeld mal 300 bis zum Ende des Spielzugs. Sehr stark, sehr stark. Und das Viech hat auch richtig viel Angriff, also es ist echt eine gute Karte. Dann haben wir Schrinker Schrimp. Da haben wir endlich einen deutschen Namen, nämlich Schrumpfgarnele. Ein Stufe 5 Cybers Monster, Lichtattribut, 1700 Angriff, 100 Verteidigung. Bedingung: Lege bis zu zwei offene Monster des Typs Cybers von deiner Spielfeldseite auf dem Friedhof. Der Effekt: Ein offenes Monster auf dem Spielfeld deines Gegners verliert bis zum Ende des Spielzugs Attacke in Höhe der Anzahl an Monstern, die du auf dem Friedhof abgelegt hast, um die Bedingung zu erfüllen, mal 300. Also bis zu 600. Das ist richtig gut. Oh, und wir haben das zweimal drin. Dreimal drin. Oh, das ist fies. Das ist echt fies. Okay, wir haben Peacock Pictron. Oder Picotron. Oder auch V-Picotron. Stufe 5 Cybers Monster Licht. 1600 Angriff, 100 Verteidigung. Bedingung: Du hast keine anderen Monster auf deiner Spielfeldseite und Femtron befindet sich auf deinem Friedhof. Der Effekt ist, lege diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof und ziehe zwei Karten. Dann lege die obersten zwei Karten deines Decks auf den Friedhof. Gute Karte. Natürlich ist sie mehr als einmal drin. Sogar dreimal. Alter Falter. Das ist eine starke Karte. Das Deck ist echt stark. Kann ich jetzt schon so behaupten. Dann haben wir Reset Runner. Oder Reset Läufer. Stufe 4 Cybers Lichtmonster mit 1000 Angriff, nur Verteidigung. Voraussetzung: Sende die oberste Karte von deinem Deck auf den Friedhof. Effekt ist, mische dein Deck. Ja, okay, das kann man dezent ignorieren. Dann haben wir den Connector Dog. Ein Stufe 4 Cybers Lichtmonster mit 1500 Angriff und 100 Verteidigung. Sehr gut, den haben wir einmal. Dann geht's los mit den Trons. Jetzt haben wir Femtron, ein Stufe 4 Cybers Monster mit 1400 Angriff, 100 Verteidigung. Und Femtron haben wir gleich mal dreimal drin. Dann haben wir Cycliptron, ein Stufe 4 Cybers Monster Typ Licht mit 100 Angriff und 1500 Verteidigung. Und den haben wir natürlich auch dreimal im Deck. Wie soll es denn auch anders sein? Dann kommt Atron. Oder Atron. Atron, Atron. Ein Stufe 3 Cybers Lichtmonster mit 1000 Angriff, 100 Verteidigung. Voraussetzung: Du hast keine anderen Monster auf der Spielfeldseite, während sich Femtron auf deinem Friedhof befindet. Effekt: Lege die Karte von der Spielfeldseite auf den Friedhof und ziehe eine Karte. Natürlich haben wir den dreimal bestimmt drin. Ja, dreimal. Natürlich haben wir den dreimal drin. Ist ja klar. Dann kommt Septron. Wo ist denn Femtron? Ah, da war Femtron, ja. Dann kommt Septron, ein Stufe 2 Cybers Lichtmonster. 500 Angriff, 100 Verteidigung. Voraussetzung: Bedingung: Du hast keine weiteren Monster auf deiner Spielfeldseite, während sich Femtron und Atron auf deinem Friedhof befindet. Der Effekt ist, lege die Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof und ziehe zwei Karten. Lege dann zwei Karten von deiner Hand in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Okay. Das macht man alles um zu ziehen für die Maximum Summon. Und dann kommt natürlich Yoktron. Stufe 1 Cybers, Lichtmonster, 100 Angriff, 100 Verteidigung. Bedingung: Lege ein Femtron, ein Atron und ein Septron von deinem Friedhof in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck hinzu. Der Effekt ist, lege diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof und ziehe drei Karten. Lege anschließend drei Karten von deiner Hand auf den Friedhof. Es ist alles dazu da, um die Maximum zu ziehen. Und auch dieses Monster haben wir dreimal und das war auch das letzte Monster, weil wir einfach so viele dreimal drin haben. Dann kommen wir zur ersten Zauberkarte. Particle Acceleration? 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 Du hast ein offenes Cybertyp-Monster auf dem Spielfeld. Effekt: Zerstöre eine Zauber- oder Fallenkarte
auf der Spielfeldseite deines Gegners. Also so ein generische Zauberfallen-Zerstörungsding, was halt für die Cybers abgedankt ist. Abgeändert. Und dann kommt wieder täglich grüßt das Murmeltier Blades of Divine Wind. Klingen des göttlichen Windes, Bedingung keine. Zerstöre zwei offene normale Monster auf deiner Spielfeldseite und ein offenes Monster Stufe 8 oder niedriger auf der Spielfeldseite deines Gegners. Dann haben wir jetzt immer zwei Planeten, die aufeinander treffen. Heißt Pair Production oder Paar Bindung. Bedingung: Lege zwei Monster des Typs Cybers der Stufe 5 oder niedriger mit derselben Stufe von deiner Hand auf dem Friedhof. Effekt: Ein offenes Monster auf deiner Spielfeldseite erhält bis zum Ende des Spielzugs Attacke in Höhe der Stufen eines der Monster, das du auf dem Friedhof gelegt hast, um die Bedingung zu erfüllen, mal 400. Du nimmst ein 5er-Stufen-Monster. Das heißt, es kriegt einfach 2400 Angriff? What the? Fies. Richtig, richtig fies. Jetzt ist eine richtig gute Karte. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass sie hier drin ist. Heavenly Gift. Oder Geschenk des Himmels. Bedingung keine. Aber krasser Effekt. Lege eine beliebige Anzahl an Monster von deiner Hand auf den Friedhof. Ist die Summe der Stufe der über diesen Effekt auf den Friedhof gelegten Monster 10 oder höher, kannst du zwei Karten ziehen. Dieses Ding, die Karte funktioniert eher oder am ehesten, wenn du halt das Maximum Monster jeden Teil dreimal drin hast und du halt mehrmals den mittleren Teil drauf hast, was schon Stufe 10 ist. Das heißt, du legst nur den mittleren Teil ab und ziehst dafür zwei Karten. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Dann kommt wieder Bleach Mortar. Die kennen wir auch schon. Aber wir gehen es nochmal durch. Bleichmörser. Bedingung keine. Effekt: Ein offenes Monster der Stufe 7 oder höher auf dem Spielfeldseite des Gegners verliert bis zum Ende des Spielzugs 500 Angriff und verursacht deinem Gegner 500 Schaden. Oh, dann kommt nochmal eine richtig starke Karte. Oh Gott, ich krieg den Namen nicht hin. Wichisitude of Providence. Ich kann es nicht umändern. Ich weiß nicht, wie es. Setsuri no Ruten heißt auf Japanisch. Wichisitude of Providence, vielleicht so. Wichisitude. Wishes, weil, ja, okay. Voraussetzung: Mische 4 Monster mit 100 oder weniger Verteidigung vom Friedhof in das Deck. Effekt ist, ziehe eine Karte. Das heißt, du wirfst auf den Friedhof, du ziehst und so weiter und so fort. Das ist echt ein ewiges Ziehen, bis du den Maximum hast. Dann kommen wir zur ersten Feinkarte und wir haben wieder den Counter-Kanonenball. Oder auch Konterkanonenkugel, Bedienung. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, lege eine Karte von deiner Hand auf dem Friedhof. Effekt: Füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Stufe des angreifenden Monsters mal 200 hinzu. Fies, 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 fies. 200. Oh, wir haben wieder unsere Turtle. Weiß der Effekt schon langsam auswendig. Riesenschildkröte der Gier. Wenn der Gegner ein Monster als Normalbeschwörung beschwört, ziehe zwei Karten. Weil man ja nicht genug ziehen kann. Alter, hier kommen viele wiederverwendete Karten. Hier haben wir auch Phantombindung. Wenn der Monster als Gegner seinen Angriff deklariert, das angreifende Monster für den Angriff in Höhe der Anzahl der Monster mit demselben Typ auf dem Friedhof des Gegners mal 100 bis zum Ende des Spielzugs. Und was kommt als nächstes? Natürlich die mysteriösen Handschellen. Wenn dein Gegner ein Monster normal beschwört, wähle ein offenes Monster auf der Spielfeldseite des Gegners in diesem Spielzug. Solange das Monster offen auf dem Feld liegt, kann es nicht als Ziel für Tributbeschwörung benutzt werden. Oder als Tribut angeboten werden generell. Dann haben wir Lost Cat oder verschwundene Katze. Bedingung: Wenn der Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, ganz klar. Dein Gegner deklariert einen Kartentyp, Monster, Zauber oder Falle, und legt die oberste Karte seines Decks auf den Friedhof. Falls es sich dabei nicht um den deklarierten Kartentyp handelt, annulliere den Angriff und verursache bei deinem Gegner einen Schaden von 300 Punkten. Ziemlich gute Karte. Ziemlich gute Karte. Lohnt sich. Und wir kommen zur letzten Karte. Quantum Hole oder Quantum Loch oder Quantenfallgrube. Okay. Bedingung: Wenn ein Monster des Typs Cybers auf deiner Spielfeldseite in der Schlacht durch einen Angriff eines Gegners zerstört wird, im Kampf, ja,
Effekt, ziehe zwei Karten. Ach, schon wieder, Alter. Lege anschließend zwei Karten deiner Hand in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Alter. Alter. Dieses Deck hat's in sich. Also, ich muss schon sagen, dieses Deck, ich glaube, das ist das zweitstärkste Deck. Oder sogar das stärkste Deck. Es ist ziemlich, ziemlich stark. Du kannst richtig viel ziehen, um dein Maximum rauszuholen. Und auch so sind die Karten richtig stark. Deswegen lohnt sich dieses Deck auf jeden Fall. Natürlich zieht es wirklich hauptsächlich darauf aus, eine Maximum zu machen. Oder halt die Maximum zu machen. Also Yggdrasil oder Yggdrago, der himmlische Kaiser. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Deck sich ranzuholen, zumal man ja auch eine Maximum bekommt. Und ja, also meiner Meinung nach, richtig geiles Deck und lohnt sich auf jeden Fall. Beim nächsten Mal kommt, heißt sie Asuna oder Asana? Ich glaube Asana. Ich spicke jetzt mal kurz spicke ich mal. Asana oder Asuna? Ich glaube, Asana heißt sie. Ja. Als sechstes und zum Schluss kommt Asana. In diesem Sinne, Leute. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.